In Deutschland hat das neue Jahr grau und trist angefangen. Wie schön, wenn man dem deutschen Winter so entfliehen kann. Auch in dieser Winterpause bereitet sich Schalke 04 im spanischen Benidorm auf die Rückrunde vor. Die Mannschaft wohnt, wie in den letzten Jahren auch schon, wieder im Hotel Melia Villa Itana. Die äußeren Bedingungen sind ideal. Wolkenloser Himmel und in der Sonne kratzt das Thermometer auch schon mal an die 25 Grad Marke. Doch ganz so sonnig ist die Stimmung auf Schalke gerade nicht. Die Hinrunde war schlecht und jetzt schlägt auch noch der Abschied von Publikumsliebling Naldo rohe Wellen. Der Brasilianer ist ja bekanntlich zum AS Monaco gewechselt. Naldo ist für uns sehr überraschend gewesen. Wir haben ja Naldo viel zu verdanken, ist ein sehr verdienter Spieler. Er hat nicht nur letztes Jahr, auch dieses Jahr mit seinen 13 Spielen, seinen Einsätzen hier uns sehr, sehr weitergeholfen und ist alles andere als leicht für uns, weil Naldo auch keiner weggeschickt hat. Naldo ist mit dem großen Wunsch, Richtung Monaco sich zu verändern, auf uns zugekommen. Und weil es eben so ein verdienter Spieler ist, es war nicht ganz einfach, aber wir mussten das dann mehr oder weniger genehmigen. Es ist ja nicht ein Wunsch von uns gewesen, dass Naldo uns verlässt, ganz und gar nicht. Wir haben viele, viele Gespräche mit ihm geführt, nicht nur letztes Jahr, auch dieses Jahr. Und der Klang war eigentlich immer sehr positiv und grundsätzlich waren wir in jedem Gespräch immer einer Meinung. Er hat den Vertrag auch entsprechend verlängert, das war auch unser Wunsch. Und auch bei der Vertragsverlängerung war es so, dass er sich über der Situation bewusst war, dass er logischerweise auch sich mit allem, was wir machen, identifiziert hat. Deswegen ist es für uns schon sehr überraschend gekommen. Ne? Ja, nächste Überraschung, Aminarit bleibt zu Hause. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern, weil andere Spieler, die vermeintlich schwerere Verletzungen haben, ja durchaus mitgekommen sind, wie zum Beispiel Guido Burgstaller. Es ist von Einzelfall zu betrachten. Amin hat Trainingsrückstand. Er hat auch dann vor Ort einen Reha-Trainer, der sich dann um ihn kümmert. Der wird im Medikus dann eben verarztet und dementsprechend muss man immer wieder schauen, was kann ein Breel jetzt machen. Wenn Breel beispielsweise nicht laufen kann, dann haben wir gesagt, er ist hier, ist bei der Mannschaft. Bogi ist genau das Gleiche, den versuchen wir von Tag zu Tag heranzuführen. Und dementsprechend muss man dann jeden Spieler so ein bisschen im Einzelfall betrachten. Jetzt wurde im Vorfeld gesagt, Sie wollen den Kader gerne ein bisschen verändern, natürlich auch ein bisschen verkleinern und ihn dann hier und da auch nochmal ein bisschen verstärken. Wie sind denn da bisher so wie ist der Stand der Dinge da derzeit? Ich meine, das Trainingslager ist jetzt auch, Sie haben gesagt, 10 Tage, aber danach hat man nicht viel Zeit, bis die Rückrunde wieder losgeht. Ja, also was auf jeden Fall schon passiert ist, ist, dass Baba Gespräche führt bezüglich seiner Zukunft. Da haben wir offene Gespräche geführt in der Richtung, dass wir gesagt haben, er wird hier wenig spielen, es wird wenig Sinn machen, dass er bei uns bleibt. Das Ähnliche haben wir bei Geisi gemacht. Dementsprechend wird Geisi nicht mehr bei uns trainieren, sondern ab sofort bei der U23 aufschlagen. Und auch bei Franco ist es schon so, dass wir gesagt haben, dass es schwierig wird, für ihn zu spielen. Ja.